Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum. Jetzt hast du von großen Projekten gesprochen und wenn wir über Business Intelligence Projekte, Performance Management Projekte sprechen, mit denen ja unsere Hörer, Controller, CFOs, auch teilweise ITler auch konfrontiert sind, um Planungs-, Reporting-, Analyseprozesse nach vorne zu bringen. Da geht es meistens nicht um dieses Projektvolumen, sondern ein deutlich geringeres. Mhm. Heißt das jetzt, man kann hier auf ein Lastenheft komplett verzichten, weil ein kleines Projekt, oder sagst du, um Gottes Willen, diese Projektgröße ist groß genug, um hier entsprechend definitiv auch mit einem Lastenheft, das vielleicht nicht 25, 30 Seiten stark ist, sondern eben wesentlich dünner angesiedelt ist, muss man hier auch mit dem Lastenheft arbeiten? Ja, also es gibt natürlich eine Projektbudgetgröße, wenn die so weit runterkommt, und da reden wir, also meiner Erfahrung nach, so alles, so was ich so ab 250.000 Euro und weniger bestelle, ist der Aufwand für ein Lastenheft im Verhältnis zu dem Risiko, was ich da rausnehme, nicht mehr in Ordnung. Ja, das heißt, da brauche ich dann kein Lastenheft mehr. Also alles, was sich so irgendwo um die 250.000 oder darunter bewegt, also man kann das jetzt nicht ganz hart festmachen, ja, es kommt so ein bisschen auch, wie viel Erfahrung habe ich mit den ganzen Sachen, aber da irgendwo sind wir dann in Bereichen, wo es, wo das vollständige Erstellen eines Lastenhefts definitiv oversized ist, also zu viel. Das würde, das ist nicht mehr verhältnismäßig in der Relation zum Rest. Nichtsdestotrotz ist aber der eigentliche Schritt der Kommunikation, des Zusammentragens meiner Wünsche und Anforderungen trotzdem immer noch extrem nützlich. Und da macht es zum Beispiel Sinn, nur die kleine Variante zu machen. Und zwar ist es so, was ich brauchte damals, als ich da reingesprungen bin als Troubleshooter, extrem schnell Verständnis für das System, noch bevor ich das Lastenheft geschrieben habe. Ja, weil ich musste ganz schnell verstehen, über was wir hier reden und was da am Ende rauskommen soll. Und ich habe mir damals etwas entwickelt, das war ein Mindmap 2005, das habe ich System Footprint genannt, und ich habe einfach mich hingestellt und habe gesagt, okay, in 2-3 Stunden müssen wir mal alle zusammen in einem Workshop das mal durcharbeiten, damit ich verstehe, über was ihr hier eigentlich die ganze Zeit redet. So, und habe dann dieses Mindmap damals genutzt. Du kannst dir vorstellen, wie wahnsinnig anstrengend das ist, mit Mindmap in einem Workshop zu arbeiten. Ja, und bin dann irgendwann vom Alexander Osterwalder über dieses Business Model Canvas Buch gestolpert und habe festgestellt, so hoppala, wenn ich das ein bisschen anders arrangiere, dann hilft mir diese Idee, in Canvas zu malen, mit Post-its zu arbeiten und meine Begriffe da reinzufüllen, extrem weiter. Und habe das Ganze dann in dieses Canvas überführt. Und habe damit dann weitergearbeitet. Und das ist mittlerweile in der vierten Generation der System Footprint. Und das hilft schon viel, weil das ist das, was wir auch beim Lastenheft erstellen im allerersten Schritt machen, erfassen. Ja, wir diskutieren innerhalb von so erfahrungsgemäß 3 Stunden alle wesentlichen Bereiche in diesem Canvas durch, kleben Zettelchen, schieben die rum, bis wir irgendwann so eine Tapete haben. Oder wie mal einer der Kollegen damals bei Daimler gesagt hat, jetzt habe ich mal das große Bild. Und dann ist etwas passiert und dann sind wir bei dem, was wir ursprünglich besprochen haben, Kommunikation. Wir haben miteinander diskutiert, wir haben gerungen, wir haben verstanden, wir haben Zettelchen aufgeklebt, wir haben Zettelchen wieder runtergenommen. Und diese ganze Geschichte, dieses Visualisieren, hilft allen Beteiligten schon mal im Verständnis. Und in solchen Projekten ist das eine Maßnahme, wo ich innerhalb von 3 Stunden gemeinsames Verständnis bekomme. Daraus könnte man theoretisch ein Lastenheft schreiben. Das ist dann Teil das, was wir ja auch tun. Muss ich aber nicht, weil der ganze restliche anschließende Aufwand ist nicht in Relation. Aber das würde ich mindestens tun. Okay, das heißt, ich verstehe dich richtig. Das wäre jetzt deine Empfehlung für ein Vorgehen, beispielsweise in einem Business Intelligence Projekt in einem mittelständischen Unternehmen, wo es jetzt nicht darum geht, weltweit irgendwo einen Konzern mit einem Werkzeug
entsprechend zu versehen, sondern wo es darum geht, eine Abteilung beispielsweise oder einige Manager im Unternehmen mit Informationen zu versorgen. Kommunikation ist das A und O. Das Ganze entsprechend natürlich auch zusammenzuführen, vielleicht auch mit ein bisschen Unterstützung von Externen, die hier auch die richtigen Fragen stellen und moderieren natürlich, aber nicht unbedingt zwingend ein Lastenheft in seiner vollen Ausprägung erstellen, weil einfach Kosten-Nutzen dort in keinem Verhältnis stehen. Genau. Also diese System-Footprint-Moderation machen wir auch. Also wir machen sie per se im Rahmen unserer gesamten Dienstleistung sowieso, weil das der allererste Schritt ist, wenn wir ein Lastenheft erstellen. Wir machen sie aber auch eigenständig. Also Kunden, die sagen, komm, könnt ihr das moderieren, weil ihr einen Blick von außen habt und die Erfahrung, da wir über verschiedenste Branchen hinweg das betreiben, also wir haben für unterschiedlichste Branchen schon Lastenhefte geschrieben, wissen wir aus Erfahrung, auch wenn wir nur die Methodiker sind und im Detail gar keine Erfahrung über dieses Thema haben, die speziell in diesem Projekt vielleicht angesprochen werden, weiß man trotzdem so als Moderator, wo man so den Finger in die Wunde mal legen kann und da mal nachbohrt und sagt so, hör mal, wie ist es denn da? Und dann kommt oftmals so, ja stimmt, da ist auch noch was. Also ja, bin ich völlig bei dir. Das hilft viel und das Schöne ist, dieser Footprint ist ein Poster und das Werkzeug, was ich brauche, sind Post-its und Stifte. Ja, das heißt, ich muss mir nicht mal mehr eine teure Lizenz eines Requirements Management Tools dafür anschaffen, sondern kann schon mal damit den ersten Schritt gehen. Hinten raus macht es sowas Sinn, sich über sowas Gedanken zu machen, wenn ich sowas häufig habe, gerade wenn es dann auch hinten in diese Dokumentation der Anforderungen geht. Aber damit kann ich schon sehr viel bewirken und einen guten ersten Schritt machen. Gucken wir uns das nochmal eine Spur genauer an. Also eine Abteilung beispielsweise in einem größeren Konzern, die sagt, wir möchten hier ein Business Intelligence Werkzeug einsetzen. Und ja, man geht jetzt genauso vor, wie du es gerade empfohlen hast. Man stellt so ein bisschen die Anforderungen zusammen und hat am Ende eine Idee, wie es denn laufen kann. Und in einem großen Konzern ist es natürlich so, dort kann jetzt nicht ein Auftrag über 40.000 Euro mal eben ganz schnell beauftragt werden. Wir sind jetzt in ganz kleineren Größenordnungen, sondern da kommt der Einkauf ins Spiel. Und der Einkauf, der sagt natürlich, wie sollen wir hier was bestellen, wenn nicht ganz klar definiert ist, was der Lieferant leisten soll, was er liefern soll. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema auch schon bei kleineren Projektgrößen, dass ein Einkauf möglicherweise dann die Fachabteilung dazu motiviert, um es mal positiv auszudrücken, irgendwo doch in Richtung eines Lastenheftes zu gehen. Einfach, weil man möglicherweise hinterher auch gar nicht mehr in Richtung Dienstleistung, sondern in Richtung Werkvertrag denkt, um einfach hier, ja, irgendwo, ich drücke das mal so aus, klare Verhältnisse schaffen zu wollen. Wie siehst du das in der Praxis? Ich denke, dieses Thema, das begegnet ja auch hier und da. Und da gibt es sicherlich zwei Seiten einer Medaille zu betrachten. Wie würdest du das in der Praxis beurteilen, dieses Vorgehen? Ich kann das nachvollziehen, das passiert. Es ist typisch, auch gerade im Mittelstand, im Einkauf, ich muss ja auch irgendwas rausgeben. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie gar nichts rausgeben. Oder wir haben mal zum Beispiel vor 4 Jahren ein Lastenheft geschrieben für ein Robotikverkettungssystem. Der Auftrag ist deswegen zustande gekommen, weil der Einkäufer eine Ausschreibung machen wollte. Und der Projektleiter ist dem aufs Haupt gestiegen und hat gesagt, diese 10 Zeilen in Excel, damit bitte keine Ausschreibung machen. Aber ich muss immer, ich gehe immer hin, die Verhältnismäßigkeit und das Risiko. 40.000 Euro für ein mittelständisches Unternehmen mit, keine Ahnung, 500 oder 1.000 Mitarbeitern. Das ist ja die Größe, die du wahrscheinlich im Kopf hast, ne? 40.000 Euro, wenn wir die in den Sand setzen, also ja, das ist Geld, ja, das muss berücksichtigt werden, aber davon wird wahrscheinlich niemand einen schweren Schaden erleiden. Ja, das bedeutet, bei 40.000 Euro kann es durchaus reichen zu sagen, hier ist der Footprint, wir machen nochmal anschließend eine Web-Session, wo wir mit euch das nochmal durchgehen, lieber Lieferant. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr genau den Fall, das war eine Firma aus der Schweiz, die machen so Premium, also ein Wettbewerber von Miele, die machen so Premium-Küchensysteme, aber so für die Top 3% der Welt, so diese Ebene. Also Zug hießen die, glaube ich. So, und der hat nur den Footprint gemacht und dann haben wir das gemeinsam mit Siemens Rexroth und dem Team durchgesprochen, nur den Footprint. Und damit war plötzlich Siemens Rexroth in der Lage, ohne so ein Lastenheft, trotzdem ein Angebot zu erstellen.
Ja, und das geht dann. Das kann man machen. Mhm. Ich habe immer noch nicht diese Dokumentation, die unter Umständen einen Auftrag, also einen Einkäufer haben will. Aber dann muss ich mit dem vielleicht auch mal reden und sagen, lass doch mal die Kuh im Dorf. Ja, also bei 400.000 Euro oder bei 4 Millionen Euro, da reden wir über ganz andere Zahlen. Mhm. Aber bei 40.000 Euro, ich kann die Sorge verstehen. Mhm. Ja, aber was ist das Schlimmste, was mir passieren kann in diesem Fall? Das ist die Frage, die ich mir eigentlich stellen kann. Mhm. Und wenn die Frage nicht der Exitus der Firma ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch ohne ein ausführliches Lastenheft bei 40.000 Euro einen guten Kompromiss zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer finde. Gut, jetzt sind 40.000 Euro natürlich auch Geld, aber du hast ich recht, damit ist natürlich die Existenz der Firma nicht gefährdet. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es immer so, dass du sagst, da muss in solchen Fällen auch der Einkauf möglicherweise umdenken, der hier ja seine Prozesse hat und hier einfach falschen Prozessen folgt oder falschen Ideen, besser gesagt, folgt. Denn das Spannende ist, und das hast du ja auch gesagt, da lohnt sich keine Erstellung eines Lastenheftes, weil wenn hier ein Lastenheft erstellt wird, dann kostet das, und da sind wir wieder bei dem Thema Wert eines Lastenheftes, dann kostet das natürlich viel zu viel im Verhältnis zum Projektrisiko oder überhaupt zum gesamten Investitionsvolumen. Und was ich in der Praxis auch wieder sehr häufig erlebe, ist, dass das natürlich genauso gesehen wird, wie du das sagst. Und dann, ja, ich sage das mal so ein bisschen, gehuddelt wird, dann will der Einkauf es trotzdem oder möglicherweise auch die Fachabteilung. Und dann wird im Grunde gar nicht richtig ein Lastenheft erstellt und schon gar nicht das Pflichtenheft oder unter das Lastenheft kommt die Unterschrift sozusagen für ein Pflichtenheft runter. Die Dinge sind überhaupt nicht sauber erstellt. Der Lieferant, der hat auch gar nicht die Möglichkeit, das, was du geschildert hast, selbst ein Pflichtenheft zu erstellen, weil es für ihn wirtschaftlich auch uninteressant ist. Manchmal wird auch sogar erwartet in großen Konzernsituationen, dass ein Lieferant auch bei diesen Projektgrößen Pflichtenhefte sozusagen gratis sogar erstellen soll. Wie siehst du das? Ist das alles, sag ich mal, ein Riesenhype, der dort gemacht wird, der im Grunde genommen aber unterm Strich eigentlich nur dazu dient oder nicht mehr der Sache dient, sondern nur noch dazu dient, Risiko zu minimieren für einzelne Personen im Sinne von, wenn was schief geht, dann wissen wir, wohin wir zeigen. Ja. Aber im Grunde genommen, das hast du auch angesprochen, rechtssicher ist das Thema dann sowieso nicht, weil solche Lasten- und Pflichtenhefte sind am Ende null brauchbar. Ja. Also bin ich bei dir, das ist genau auf den Punkt. Das ist diese, es ist eine gewisse Sicherheitsdenke, die aber jetzt nicht bezogen auf das Projekt oder den Auftrag, sondern bezogen auf die Personen, die da irgendwo mit involviert sind. Und die Schwierigkeit dabei ist eben halt da, ein pragmatisches, reelles Bewusstsein bei allen Beteiligten zu erschaffen. Ja, und manchmal reicht es dann aus, wenn ich entsprechend über Entscheiderebene gehe. Ja, also ich hatte zum Beispiel auch den Fall früher häufiger im Projektmanagement, also im Troubleshooting. Ich brauchte eine sehr spezielle Lösung, um ein System testen zu können. Und das kostet beispielsweise 40.000 Euro. Ja, irgend so ein Messsystem, Messapparatur. So, hatte der Zulieferer nicht, brauchten wir aber. Jetzt geht das los. Jetzt brauchen wir das Zeug aber eigentlich morgen, nicht in 3 Monaten. Ja, aber der Einkäufer möchte eigentlich, dass er 3 Ausschreibungen machen kann, 3 Angebote von 3 Spezialistenfirmen bekommt, dann kann er ein Sourcing machen. Das ist ein normaler Prozess. Das macht bei 4 Millionen Euro auch total Sinn. Ja, aber bei 40.000 Euro und dem Druck, den wir hatten, war das einfach nicht praktikabel. Und da war es dann meine Aufgabe, im Top-Management dafür Bewusstsein zu schaffen, sodass das Top-Management zu den entsprechenden Entscheider gehen konnte und konnte sagen, komm, wink das durch. Dann haben wir nämlich einen anderen Effekt. Dann ist dieser Entscheider nämlich aus dieser gefühlten Verantwortung raus. Ja, und sagen, da kann jemand auf mich zeigen? Nee, kann er nicht, weil dann kann er nämlich sagen, das Top-Management hat aber gesagt, wir haben die 40.000 einfach ausgegeben. Ja, da, und da bin ich in der Situation des Auftraggebers. Also beispielsweise, wenn ich jetzt mal in deinem Beispiel bin, ich jetzt Abteilungsleiter, ich möchte sowas haben, will das für 40.000 Euro kaufen, was da angeboten wird. Ich weiß aber, ich kriege diesen Stress mit dem Einkäufer oder dem Einkaufsleiter. Ja, dann gucke ich, ob ich entsprechend über die Möglichkeiten, die ich habe im Unternehmen, dafür zu sorgen, dass diese Person nicht mehr dieses gefühlte
Risiko hat, dass hinterher, wenn was schief geht, auf sich gezeigt wird. Okay. Gehen wir noch mal eine Spur tiefer zum Schluss in Business Intelligence Projekte. Mal angenommen, es gibt ein Lastenheft und es gibt ein Pflichtenheft. Ob das Sinn macht oder nicht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Und gerade bei solchen Projekten ist es ja so, dass man möglicherweise am Anfang noch gar nicht richtig überblickt, weder der eine Lieferant noch der andere, der definiert, weil er vielleicht auch gar nicht die Erfahrung hat, was alles möglich ist und welche Veränderungen hinterher noch kommen. Und Business Intelligence Projekte funktionieren eh am besten, wenn man eine agile Projektführung hat und nicht irgendwo komplett statisch vorgeht, weil solche Projekte einfach eine Agilität letzten Endes erfordern aufgrund der Lerneffekte, die man mit der Zeit macht, was Datenqualität angeht, was entsprechend auch das Know-how der Beteiligten angeht, wo dann manchmal auch gewisse Augenöffner-Effekte während so eines Projektes auftreten. Jetzt habe ich allerdings ein Pflichtenheft erstellt und es treten jetzt Veränderungen auf. Mhm. Und wie gehe ich jetzt mit diesen Veränderungen um? Das Stichwort natürlich an der Stelle, vielleicht auch das Gruselwort, sind Change Requests an der Stelle. Ja. Wie gehe ich damit um? Mhm. Da gibt es da ganz unterschiedliche Konstellationen. Einige sagen, ja klar, da brauchen wir Change Requests, zieht dann entsprechend auch ein größeres Budget, setzt es voraus oder zieht nach sich. Und andere sagen, am Projektvolumen darf sich da gar nichts ändern. Und dann fängt man an, einen Change Request durch ein anderes Feature zu ersetzen und so weiter. Wie siehst du das? Ist das dann der Anfang vom Ende? Kann sein, dass das die Initialzündung ist, muss aber nicht. Also ich glaube, was ganz wichtig ist auch nochmal, diese Dokumente, Lasten und Pflichten, sind nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt. Mhm. Wir schaffen ein Dokument nach bestem Wissen und Gewissen und Stand der Technik, was diesen Zweck gerade in dem Moment erfüllt. Mhm. Ja, das heißt, ein Lastenheft der allerersten Generation und ein Pflichtenheft der allerersten Generation können dann durchaus noch bei Weitem kleiner sein, als sie später sich in der Entwicklung weiter ausbringen. Mhm. Ja? Es wird niemals funktionieren, dass ich dir jetzt ein episches Lastenheft schreibe über ein Business Intelligence Project, wo ich dir alles reinschreibe, was in den nächsten anderthalb Jahren passieren wird. Das kann ich ja gar nicht. Das ist ja Glaskugel gucken. Ja, aber ich kann dir jetzt schon mal so grob sagen, das ist wie Kolumbus, da hinten ist Indien. Ja, dass wir auf der Reise wie Kolumbus da ein paar Mal hin und rechts und links und zwischendurch vielleicht auch in Amerika rauskommt, sowas ist normal, das ist Projekt. Deswegen machen wir auch Projektmanagement, Neuartigkeit. Aber ich habe schon mal so grob klar, in diese Richtung soll das Ganze gehen, ohne dass ich es in epischer Breite machen muss. Und gerade da setzt für mich auch immer dieser Punkt an beim Agilen. Wenn ich schaffe, in 2 Wochen ein Dokument zu erschaffen, wo ich mal dokumentiert habe, was ich mir nach dem besten Wissen und Gewissen Stand heute wünsche und Anforderungen habe und das so professionell mache, dass mein Lieferant es im besten Fall kopiert, ergänzt, ein paar Sachen rausstreicht und damit auch gleich sein Pflichtenheft hat, haben beide Seiten gewonnen, weil 2 Wochen, Sprint. Ich komme auch aus dieser Szene, habe viele von diesen, also ich komme aus dem klassischen Projektmanagement, habe im Troubleshooting aber immer schon seit 2005 den Freiheitsgrad gehabt, agile Methoden einzusetzen, noch lange bevor sie bekannt waren. Und Sprint ist eine der Geschichten, das ist ein Sprint. Das heißt, ich kann innerhalb von 2 Wochen das klar haben und dann kann das Projekt erstmal arbeiten und irgendwann gibt es irgendwo einen Termin, einen Meilenstein, was weiß ich, ein A-Release oder was auch immer, wo ich dann sage, okay, jetzt mache ich mal ein Update. Und wenn ich solche Updates habe, dann kommt das Thema Change Request mit rein. Und dann ist es eine Frage der Kultur. Manche Firmen haben da weniger Probleme mit, andere Firmen haben da richtig Probleme mit. Da gibt es die große Bandbreite. Am Ende des Tages ist das aber das Gleiche mit dem Budget. Wenn ich jetzt eine Abschätzung mache, dann ist das geschätzt, Glaskugel gucken, was es möglicherweise an gesamten Investitionsvolumen ist, in der Hoffnung, dass ich hinkriege. Und dann muss ich eigentlich noch Risikomanagement machen und dann lege ich nochmal die 1,5 Millionen zu den 5 Millionen drauf oder die 150.000 zu den 500.000. Genau. Ja. So, und dann weiß ich das. Dann habe ich diese 150.000
an der Seite liegen und kann davon im Zweifel die Feuerwehr bezahlen. Jetzt muss ich natürlich zum Schluss vielleicht noch etwas versöhnlich zum Thema Business Intelligence Projekte sagen, denn 95% würde ich sagen, aller Unternehmen, die Business Intelligence Projekte durchführen, die machen das genauso, wie du das sagst. Die machen da keine Lastenhefte, keine Pflichtenhefte, sondern erzeugen eben dieses gemeinsame Bild zunächst mal, arbeiten dann agil und gehen dann offen mit den Veränderungen um. Und wenn wir etwas dafür getan haben, diese 5% mal etwas zu durchleuchten, die anders vorgehen und da mal so ein bisschen kritisch den Sinn und Zweck zu hinterfragen, ich glaube, dann haben wir heute auch eine gute Botschaft genau für diese 5% entsprechend gehabt. Jetzt werden einige sagen, der Mike Pfingsten, der hört sich ziemlich vernünftig an, hat Hand und Fuß, was er sagt, und Lastenheft, Pflichtenhefte, da kann er uns wirkungsvoll unterstützen, und es kann ja mal vorkommen, dass ein Unternehmen eben ein Projekt hat, wo es absolut sinnvoll ist, hier professionell vorzugehen. Wie kommt der mit dir in Kontakt? Also es gibt einen relativ einfachen Weg. Ich habe einen Link bei mir, zukunftsarchitekten.de. Das ist ja quasi da, wo auch mein Podcast lebt. Da gibt es eine eigene Seite, wo man sich nochmal zu dem Service was durchlesen kann und eine Anfrage stellen kann. Ich gebe dir den Link hinter für die Shownotes. Das heißt, die Hörer, die jetzt irgendwo im Auto, im ICE oder sonst wie beim Joggen mit dem Hund spazieren gehen sind, guckt einfach in die Shownotes. Wenn Interesse da ist, da ist dann da auch der Link. Da gibt es noch mehr über diesen Service und die Möglichkeit, eine Anfrage zu stellen. Okay, und über die Webseite wird natürlich dann auch ganz klar, welche Leistungen du erbringst, wem es jetzt noch nicht klar ist. Du hast das aber, denke ich mal, ziemlich klar erläutert schon. Jetzt sollten wir noch ganz zum Schluss schnell auf die beiden Podcasts, die du selbst betreibst, auch zu sprechen kommen. Zwei Podcasts betreiben, das ist schon eine Aufgabe. Vielleicht sagst du kurz was zu den Podcasts, vielleicht ja auch ein ganz interessanter Punkt für den einen oder anderen, da mal reinzuhören. Genau. Also der eine Podcast ist der Zukunftsarchitekten-Podcast. Das ist ein Fachpodcast rund ums Projektmanagement und Systems Engineering, wo ich im Grunde seit 2012 sende und über die große ganze Bandbreite des Projektmanagements hinweg verschiedenste Themenfelder, Interviewgäste, auch viel auch zum Thema Agil und auch zum Thema Vintage, heißt es ja so im neudeutschen Projektmanagement. Ne? Also alles Mögliche, das ist das eine, das ist der Zukunftsarchitekt, also sehr stark ausgerichtet auf diese Richtung. Das andere ist der Digital Game Changer. Das ist ein Unternehmerpodcast, weil ich ja selber auch Unternehmer bin, seit 2005 und mehrere Unternehmen gegründet und aufgebaut habe. Und ich habe durch den ersten Podcast, lustigerweise durch den Zukunftsarchitekten, mein Ingenieurbüro und damit auch meine komplette Dienstleistung digitalisiert und virtualisiert. Und diese Erfahrung gebe ich weiter. Diese unternehmerische Erfahrung, die ich gemacht habe, wie kann ich denn, also wir diskutieren heute über Digitalisierung, ich habe das komplett schon bei mir im Ingenieurbüro durch. Und das gebe ich gerne weiter. Also das heißt, Leute, die sich interessieren für das ganze Thema Digitalisierung, was kann ich da eigentlich als Unternehmer machen oder als Führungskraft, die sich damit beschäftigt, das ist der Digital Game Changer. Einigen Hörern früher bekannt unter Lifestyle Entrepreneur. Das ist für mich im Grunde der Podcast, wo ich meine ganze unternehmerische Erfahrung reinkippe. Okay, und wer da reinhören will, den Link werden wir natürlich entsprechend in den Shownotes auch bringen, von allen Podcasts, von deiner Webseite und wie man mit dir in Kontakt treten kann. Ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast. Und die letzte Frage im Podcast, das ist immer die gleiche. Und die möchte ich natürlich auch dir stellen. Und die geht ungefähr so. Unser Podcast richtet sich an Controller, an CFOs. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge junge Leute, die gerade in den Job kommen. Und was würdest du diesen jungen Leuten, den jungen Controllern, den CFOs, was würdest du denen raten, damit es mit der Karriere vielleicht auch nicht nur eindimensional betrachtet, sondern entsprechend auch vielleicht mit dem gesamten Leben, damit es da in die richtige Richtung geht? Du hast da schon viele Erfahrungen gemacht, manches ist gut gelaufen, manches ist schlecht gelaufen. Was schlecht gelaufen ist, muss nicht unbedingt von jedem wiederholt werden. Da kannst du hier und da einen Tipp geben. Was wären das so für Punkte, wo du sagst, achtet darauf, dann geht es gut nach vorne. Investiert in euch selbst. Also, wie gesagt, ich hab alles, alle verschiedensten Varianten, glaube ich, schon mal durchexerziert in meinem Leben. Ja, ich war angestellt, ich habe mehrere Unternehmen hochgezogen, ich habe eine Insolvenz mal durcherlebt, ich habe mehrere digitale Unternehmen aufgebaut. Ja, eins, was für mich
als Vater von drei Kindern extrem wichtig ist, etwas, was dir auch nie jemand wegnehmen kann, ist die Investition in sich selber. Also lernt, bereist die Welt, vernetzt euch und damit schafft ihr wahnsinnig viel für eure Zukunft. Okay, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und wird auch von vielen oft sträflich vernachlässigt. Man denkt ja viel an andere, aber vielleicht manchmal zu wenig an sich. Und ja, man kauft sich vielleicht auch viele Dinge, aber man kauft sich zu wenig Bildung für sich ein. Und ich glaube, wenn du über Bildung redest und Wissen redest, dann meinst du auch nicht nur Excel-Wissen oder Software-Wissen, sondern dann meinst du auch anderes Wissen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, ja. Also das eine sind natürlich Bücher. Ja. Ich lese viel und gerne und lese keine Romane, also ganz wenig Unterhaltungsliteratur, aber aus allen möglichen Bereichen lese ich Bücher. Das können Fachbücher sein, das können Unternehmerbücher sein. Gerade lese ich sehr viel mich durch diese ganze Investoren-Ecke durch und Geldanlage. Und auch wenn ich möglicherweise Themen lese, Bücher lese oder auch Podcasts höre, ist auch eine wunderbare Quelle, zu Themen, die mich jetzt nicht primär interessieren, sind da doch oftmals auch mal andere Sichten auf die Welt drin und das hilft einem weiter. Also bildet euch weiter, lest viel, nehmt Wissen auf, investiert auch in Form von Schulung. Nicht alles kann ich über ein Buch oder beim Podcast lernen. Ja, viele Dinge muss ich auch mal ausprobieren und da sind Trainings zum Beispiel sehr hilfreich. Investiert in euch und damit baut ihr eine wunderbare Grundlage für euer Leben, weil das ist etwas, was einfach sich hinten raus extrem auszahlt. Okay, ich denke, ein ganz wichtiger Tipp, ein besseres Schlusswort kann ich nicht sprechen. Mike, herzlichen Dank für diesen Podcast. Peter, sehr gerne, Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.